はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はさまざまなお菓子を用意しました。その日本のお菓子は今日私の両親に食べさせてあげたいと思います。全部で8種類、8種類も用意しましたので、たくさんたくさんいろんなお菓子が食べることができます。この8種類の中で、まあ、私は常にいつも食べてるお菓子とかも選んだし、あとはタカが子供の時によく食べたお菓子をもう持ってきたし、あとちょっとなんかこれが面白そうだなみたいな感じでも選びました。 Ich hab euch 8 unterschiedliche Snacks vorbereitet. Das ist alles nicht süß. Und wir machen das jetzt hier von links nach rechts. Okay. Weil es wird dann immer stärker schmeckender und schärfer. Und ich glaube, das ist dann eine gute Reihenfolge. Ich glaube auch. Dann fangen wir mal hier damit an. Das heißt Ototo. Ototo. Super Name, oder? Ja, schon. Und das sind so Salz-Snacks. So ein bisschen wie Chips, aber mit Luft innen drin. Und ich finde die ganz, ganz toll. Diese hier haben so ganz wunderbare Tierform. Ja, ist ganz hübsch gemacht. Also es ist eigentlich natürlich für Kinder wegen diesen ganzen Meeresfrüchten oder was auch immer das so alles ist. Ich habe einen Kalmar. Und was ist das hier? Ein Fisch. Nein. Und ein Haifisch. Und ein Haifisch. Und sehr lecker. Und ein Krebs. Und Seesterne. Süß. Nee, du willst noch mehr? Schmeckt nein. Also. Ja. Also, das ist, damit die Kinder lernen, was für Tiere es gibt oder so. Taka, was ist das? Andersrum, Krebs. Eine Seegurke. Also ihr müsst nochmal in den japanischen Kindergarten. Ja. Schmeckt gut? Ja, ich liebe die. Schön und wenn leicht. Ich anfange sie zu essen, dann höre ich mich auch, ja, gut, das leer ist. Das ist ja nicht viel. Es gibt aber auch so in anderen. Jetzt auch nicht große, aber. Und was willst du jetzt da lesen? 44 Kilokalorien bei 31 Gramm. Ja. 0,17 Gramm Fett, 7,5 Gramm Salz, 1,3 Gramm ganz falsch, Zucker. Ganz falsch. Ja, lecker. Ja, das ist auch ganz toll. Bier? Zum Bier, genau. Ja, genau. Wobei, das ist für Kinder, das ist nicht zum Bier. Nicht für die Kinder. Oder Bier. Also, Nummer 2. Sodamame. Mino. Sodamame. Also zwei I's sind das. Mino. Mino gibt's nicht, gell? Sodamame sind so groß, so groß. Also so eine Schote und da sind dann so diese Bohnen drin. So wie Edamame, nur riesig. Und das hier sind typisch japanisch? Ja. Nicht chinesisch oder irgendwas? Keine Ahnung. Aber in Japan gibt es die. Und das hier sind getrocknete. Wie getrocknete Bohnen von den Teilen? Ja. Schmeckt gut. Ja, finde ich auch ganz lecker. Sehr lecker. Interessant. Ich meine, sie schmecken so ein bisschen grün-bohnig halt. Ich mag das. Ja, gell? Super. Und dann ganz leicht gesalzen. Salzig. Salzig, ja. Auch ein guter Snack zu mir, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen ein Bier herstellen. Bier wollte wohl krass, oder? Sehr lecker. Mehr? Mehr. Okay. Du hast ja noch. Danke. Also das Gute an der Packung ist, dass man sie wieder zumachen kann. Ich könnte mitbringen. Okay. Also das hier merken. Obwohl die Packungen sind so klein. Sehr lecker. Genau, die sind gar nicht so günstig. Wir schmecken immer gesunde Sachen. Teure Sachen. Ist jetzt gesund? Das ist die andere Frage, oder? Ja. Also eine Tüte, 28 Gramm, hat 164 Kilokalorien. Also gar nicht mal so wenig. Also, die ersten zwei waren schon mal gut. Ja, das nächste schmeckt euch bestimmt auch. Also kann ich mir vorstellen. Das hier sind nämlich Ebisembei Shrimp Cracker. Fischgeschmack? Nein, mit Shrimp-Geschmack. So was mag ich auch. So. Es fischelt schon ganz gewaltig. Oh ja. Sehr fischig.
sehr lecker. Mhm. Ja, es riecht stärker als es schmeckt, oder? Mhm. Sehr lecker. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die Mama hat Hunger. Nein. Schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Aber die hatte jetzt so viel Süßes in den letzten Tagen. Das stimmt natürlich auch. Mhm. Das Ding heißt Kappa Ebisen. Ebisen ist die Abkürzung für Ebisenbei. Das sind diese Shrimp-Reiscracker. Mhm. Und Kappa ist der Typ hier unten. Wassermonsterwesen. Wasser-Ungeheuer. Ein Wasser-Ungeheuer. Genau, aus Harry Potter. Harry Potter hatte auch Kappa. Das sind die gleichen Kappa. Kappa kommen aus Japan. Genau. Ja, warum der eine Krawatte hat, weiß ich nicht so genau. Business Kappa, ja, ne? Nektar じゃないの? Ah, Nektar してるね. Mama は海鮮系のお菓子好きだからね。Ah, so. Papa もそうだけど。Mitbringen. Du magst ja so Shrimp-Zeug. Ja. Schmeckt aber ganz anders als die runden. Ja. Die. Das ist günstig, aber das andere ist wirklich teuer. Ja. Aber schmeckt auch sehr gut. Genau. Mhm. So, das nächste ist quasi ganz langweilig, mehr oder weniger. Okay. Das sind einfach nur Kartoffelchips. Chips. Mhm. Aber mit. Achso, nur mit Salzgeschmack. Ja, wie langweilig. Wie langweilig. Was ist das? Das ist nicht. Das gibt es hier. Das ist das gleiche Mono, das ist nicht mehr. Das ist das gleiche. Das ist das. Also, er meint, weil die ganz knusprig gebraten sind, sind sie besser als. Kari Kari. Schauen wir mal, oder? Also, es klingt schon mal sehr knusprig. Mhm. Deutsch ist Porto Chips, aber das ist ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Ein bisschen, ja. Ja, ist gut. Mhm. Da hast du recht. Stimmt. Ja. Ja, ja. Ein bisschen guter. Hart. Ja, ja. Ja. Mhm. Besser. Mhm. Knuspriger. Mhm. Also in Deutschland gibt es ungefähr 10.000 unterschiedliche. Aber so dicke habe ich nicht. Chipsarten und du kennst wahrscheinlich nur drei. Also es kann schon sein, dass es in Deutschland auch ähnliche gibt. Aber ja, die sind auf jeden Fall gut, oder? Mhm. Gibt es ja auch große Süßen? Ja, we have a big one. Ja? Mhm. Weil das sind nur 15 Gramm. Ja, wenig. Aber lecker. Mhm. Mhm. Aufgegessen. Ja. Oh. Leer. Kanschokolade. bei 15 Gramm. Zu dritt. 5 Gramm pro Person, genau. Nee, kann mich jetzt gar nicht erinnern, gibt es so kleine Packungen bei uns auch? Nee, nicht wirklich. Nein. Das ist so das klein. Gibt's auch nicht. Nee. Also bei uns gibt es riesige Packungen immer von allem. Ja. Mhm. Kleine, viel zu große kleine Packungen. Kleine gibt es nicht. Ja. Nein. Und was ist das Leckeres? Happy Tan! Das ist das nächste. Happy Tan! Was ist Happy Tan? Also es ist ein Reiscracker. Ah. Aber es ist so irgendwie so ein bisschen. Was Süßliches dran. Ach so. Das ist so, was erzählt der Taka? Also der Taka meint, es gibt eine richtige Art, wie zu essen. Nämlich hier so. Lecker, lecker, lecker. Aha. Okay. Dann schauen wir mal, ob das so ist. Interessant. Genau. Ich will euch ja nicht beeinflussen. Ich will euch ja nicht beeinflussen, aber das sind auch nicht meine Lieblingsdinger. Schokolade und Nanka. Was ist das? Essig? Weniger? Nee. Nani Aji nano kana? Oder Onion? Happy Tan Aji. Happy Tan Aji? Nani Aji ist das, Happy Tan. Keine Ahnung, was ist das? Aber man gewöhnt sich dran. Nein, ich müsste ja vorne stehen, ganz fett. Mhm. Öl, Zucker. Onion-Geschmack, oder? Hirogaru Shiawase, der heißt alle. Happy Tan. Wie heißen die? Happy Tan. Happy Tan. Mhm. Der Geschmack, die Geschmacksrichtung? Mhm. Happy Powder. Happy Powder, yes. Juhu, we're happy. Weißes Pulver? Kokain? Also unter Umständen macht es vielleicht doch süchtig, weil da irgendwas dran ist. Vielleicht. Das nächste. Wonach sieht's aus? Kartoffelchips. Was willst du sagen? Kartoffelchips.
Nein, das sind Onigiri, Reisbällchen. Ah, okay. Auch mit Sojasoßen-Geschmack. Ah, dann bin also ich gespannt. Reiscracker mit Sojasoßen. Okay. In der Form eines Onigiri. Ah, ja. Schaust dir an. So, putzig. Und dann das Schwarze sind halt Nori. Ja, Nori. Ist aber die gleiche Konsistenz wie die Habitan, oder? Hat halt Sojageschmack, aber ein bisschen süßlich. Ja, genau. Ja, kann man schon essen. So. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mag ich einfach nur nicht diese Art der Senbei. Aber ich finde es so fluffig nicht schlecht. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Karamucho heißt es. Karamucho. Karamucho. Mucho war alle Spengo から来てるのかな? Karamucho. Also ich glaube, ich würde sagen, das kommt irgendwie aus dem Spanischen oder sowas. Haben sie mucho. Ach so, von viel. Mucho, mucho. Und dann steht auf Englisch, hey, what's up? Another long day? Just try our yummy spicy Karamucho and say hi. Super. Ich kann ja die Maske. Ja, der Papa kriegt eine große Portion. Ich seh schon. Also so Teile gibt es bei uns auch. Ja, gell? Ja. Schmeckt genau wie so scharfe Kartoffelchips. Mhm. Nein, ich meine auch die Machart. Echt? Nee. Doch? So? Also ich kenne nichts. Also zumindest als Kind habe ich solche Sachen gegessen. Dem Papa hat es geschmeckt. Ja, das kenne ich von früher. Ja, ist da so ganz leise vor sich alles auf. Schmeckt dir gut. Sehr gut. Ist es scharf? Nein. Nicht so wirklich, gell? Aber das ist halt das, was die Japaner scharf nennen. Ah, okay. Und deswegen schauen wir jetzt das letzte hier an. Super, super scharf. Da ist eine riesige Chilischote drauf. Und hinten drauf auch noch Informationen über irgendwelche scharfen Chilischoten. Mhm. Also wenn das hier jetzt nicht scharf ist, dann hat Japan einfach kein Scharf. Also das hier haben der Taka und ich vorher auch noch nie gesehen. Das hier sind alles so Standardsachen wie... Aha. Ja, so, das kennt man halt. Das hier, das haben wir zufällig gesehen, dann haben wir an den Papa gedacht. Mhm. Riecht nicht so scharf. Na, das ja. Wird natürlich an den Sachen kleben. Schauen wir mal. Du sagst zuerst, ob ich das probieren soll oder nicht. Schon scharf. Schon scharf. Jetzt sag was. Jetzt wart's ab. Das muss ja immer erstmal wirken, die Schärfe. Das ist ja nicht immer so pam. Mhm. Also du wirst die Schärfe auf der Zunge spüren. Ich habe so ein bisschen Angst. Vielleicht auch. Also eins kannst du essen, problemlos. Ja. Kompakt. Zu scharf. Zu hot. Really? Oh. Ja. I've never tried one. Ja, Taka, probier mal. Wirklich scharf. Eins. Besser eins. Mhm. Eins, only one. Und das bleibt da. Oh, Karai. Karai. Ah, toll! Oh. Bleibt aber nur an einer Stelle. Also ich habe in Deutschland noch nichts gegessen, was so scharf ist. Weil wir Deutschen eigentlich auch nicht so wirklich scharf essen, nein. Ja? Also keine Chips. Nee. Ah, schmeckt's dir? Ja. Magst du die Schärfe? Ja. Ja? Sehr schön. Oh, Papa, kann ja. Der mag scharf. Aber was ist euer Lieblingsgeschmack? Also. Mino. Für mich. Oh. Ja. Also ich finde natürlich die besonders gut, aber nicht für... Die hier? Ja, nicht für immer, sag ich mal, oder nicht für permanent. Ja. Was ich gut fand, waren auch die hier. Ja, ich auch. Ich liebe die. Weil die mich eben auch sehr an Kindheitssachen erinnern. Und meine zweitliebsten sind die. Die finde ich auch gut. First, second. Weil die haben halt einen ganz anderen Geschmack. Sowas kenne ich gar nicht, so einen Geschmack. Ja, ich meine, da ist ja wirklich was echtes Soda-Mamme drin. Die hier haben nicht gewonnen. Nein. Haben leider den letzten und vorletzten Platz belegt. Ja, das war jetzt interessant. Sehr schön. Ja. Und gut. Und die Mama ist die ganze Zeit weiter. Schmeckt gut. Okay. Hi. Koko de kono douga o owari ni shimasu. Tanoshikatta nara zehi iine botan oshite kudasai. Channel touroku mo yoroshiku onegai shimasu. Dewa mata tsugi no douga de aimashou ne. Bye bye. Bye.